Herzlich willkommen, liebe Mitglieder und Sympathisanten des Freundeskreises der Hochschule für Musik Karlsruhe. Willkommen zu unserem Stipendiatenkonzert, welches wir Corona geschuldet ins Netz stellen und welches Sie sich dann zu Hause in aller Ruhe ansehen bzw. anhören können. Die Förderung der Studierenden unserer Hochschule ist seit nunmehr 45 Jahren ein Hauptanliegen des Freundeskreises. Und da ist es selbstverständlich, dass Sie daran teilhaben und die Früchte Ihres Engagements persönlich erleben können und die von Ihnen unterstützten Studierenden sozusagen in Aktion kennenlernen. Den Anfang macht, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, der neue Stern am deutschen Perkussionshimmel, Leonie Klein, Schlagzeugerin aus der Klasse von Isao Nakamura, Absolventin des Masterstudiengangs Musikjournalismus und derzeitige Doktorandin, sehr engagiert auch auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik. Und sie spielt eine Komposition für Bass, Pauke, Solo, die seinerzeit ihr Lehrer in Osaka uraufgeführt hat, Thunder, Donner aus dem Zyklus Triangel, Aktionen für einen kreativen Schlagzeuger bzw. in unserem Falle eine kreative Schlagzeugerin von Peter Oetwisch. Danach dann noch zwei weitere unserer Stipendiaten, der Geiger Alexander Kosarow aus der Klasse von Laurent Breuninger. Er spielt Zigan von Maurice Ravel. Und dann haben wir noch die Sängerin Eju Kyung Kim, ausgebildet von Alois Sedlmayr und Julia Varadi. Sie singt die Arie der Kleopatra aus dem dritten Akt von Georg Friedrich Händels Julius Caesar in Ägypten, in der sie ihr Schicksal beklagt, bevor Caesar sie dann zur ägyptischen Königin macht. Und danach habe ich die Freude, die entsprechenden drei Stipendien zu überreichen. Zu Beginn aber jetzt Thunder von Peter Oetwisch, an der Basspauke Leonie Klein. Thank you.
So, nun bitte ich unsere drei Stipendiaten, die Sie jetzt schon gehört haben, hier auf die Bühne zur Überreichung der Urkunden. Bitte schön. Da haben wir zuerst einen Förderpreis für Leonie Klein. Ihr wird für ihr besonderes Engagement und herausragenden Aktivitäten im Bereich der zeitgenössischen Musik vom Freundeskreis der Hochschule für Musik Karlsruhe diese Urkunde verliehen. Und Leonie Klein hat sich freundlicherweise bereit erklärt, im Namen der Studierenden einige Worte zu sagen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Hachmann. Im Namen von uns dreien, vielen Dank für diese Anerkennung, für diesen Preis. Wenn man hier an der Hochschule ein Konzert spielt, dann sitzen da immer Mitglieder vom Freundeskreis im Publikum. Und das Besondere ist, wenn man hier ein Konzert spielt, dass es eben nicht nur ein Konzert ist, sondern dass man nach dem Konzert, wenn man dann hier im Foyer ist, dass man sich mit den Leuten unterhält und man redet über Musik, man redet über verschiedenste Dinge, die die Menschen bewegen, und das ist ein Ort an dieser Hochschule, wo das stattfinden kann, wo das möglich ist. Und wenn man eine längere Zeit hier ist an der Hochschule, bei mir sind es jetzt gut 10 Jahre, das ist schon eine ganz schön lange Zeit, und man kennt die Menschen, man weiß, mit wem man es zu tun hat, man sieht sich immer wieder bei den Veranstaltungen. Und das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und von daher vielen Dank für diesen Förderpreis. Und am Ende ist das Wichtigste, diese Anerkennung zu bekommen vom Freundeskreis,
für diese lange Zeit, die man hier verbracht hat, für das, was man hier geleistet hat. Und ja, vielen Dank dafür, Herr Achmann, und vielen Dank an den ganzen Freundeskreis. Dankeschön. Und dann haben wir als Nächsten Alexander Kosarow. Er ist Student in der Klasse von Laurent Breuninger. Bitte schön. Dankeschön. Urkunde. Vielen Dank. Und dann haben wir noch Frau Yoo-Kyung Kim. Sie ist Sängerin, wir haben sie gehört mit dieser wunderschönen Händel-Arie. Sie ist Studentin in der Klasse von Alois Seidelmeier und Julia Varadi Fischer-Dieskau. So, herzliche Glückwünsche und vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Und nun geht es weiter mit Musik, gespielt von weiteren Stipendiaten des Freundeskreises der Hochschule für Musik Karlsruhe. Zunächst hören wir Dimitrios Stavroulis aus der Tuba-Klasse von Dirk Hirte. Er spielt einen Ausschnitt aus dem Tuba-Konzert, Bass-Tuba-Konzert in F-Moll von Ralph Vaughan Williams. Bass-Tuba, das tiefste Blasinstrument, und die Uraufführung seinerzeit dirigierte Sir John Barbirolli. Und dann haben wir zum Schluss noch das Horn-Ensemble der Musikhochschule Karlsruhe, ausgebildet von Professor Will Sanders. Die spielen zwei Stücke, und zwar das erste stammt von Cary Turner, einem texanischen Hornisten. Es heißt Kashba auf Tetuan. Kashba ist die Zitadelle von Tetuan, der weißen Taube, wie diese Stadt auch genannt wird. Es spielen die fünf Hornisten, Rui Pedro Oliveira Pires und João Martinho Campos, beide aus Portugal. Dann haben wir Felipe Santos Freitas da Silva aus Brasilien, Farzan Bijani Dalivand aus dem Iran und Johan Cardoso Mariano Pereira aus Brasilien. Nach diesem ersten Stück kommt dann noch ein zweites für Hornquartett. Das ist von Ari de Resende Barroso und das ist eine ganz berühmte Samba, ein ganz berühmtes brasilianisches Stück, Aquarela do Brasil, also Aquarela aus Brasilien, in einer Bearbeitung von Thiago Carneiro. Das ist ein brasilianischer Schüler von Will Sanders. Und wir hören jetzt nochmal die beiden portugiesischen und die beiden brasilianischen Hornisten. Thank you.
Thank you.
Bleibt mir bei so viel schöner Musik und so beeindruckenden Leistungen unserer Stipendiaten diesen herzlichen Dank zu sagen. Ebenso Dank an Professor Maximilian Richter und seine Studierenden des Studienganges Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia. Ihnen verdanken wir die Aufnahme dieser Veranstaltung und natürlich
Dank allen Freundeskreismitgliedern. Danke für Ihr Engagement. Und ganz wichtige Bitte, empfehlen Sie uns weiter. Wir sind auf Ihre Beiträge und natürlich auch auf Ihre Spenden angewiesen, zum Wohl der Hochschule und Ihrer Studenten.